Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 20 von Astronier. Ja, der Mordrak hatte mir geschrieben, dass ich diese Sache, die ich letzte machen wollte, da hinten ist die Portalkammer aktivieren, doch sehr viel Strom kostet und wir das vielleicht dann verschieben sollten, ne? Er meinte, wir sollten als nächstes einen Traktor bauen und der würde mit einem Anhänger sein und dann können wir auch Ressourcen besser transportieren, etc. Das wäre der Vorteil, das als nächstes zu machen. Gut, dann würde ich sagen, nach dem Intro starten wir das Ganze dann, ne? Bis gleich. So, dann legen wir mal los und fangen dann da hinten an. Wir müssen erstmal dieses Teil schauen, wie das mit dem Traktor geht. Da war ja eine Mission dafür da. Also Dynamit ist klar. Ne, fertige. So weit wollte ich nicht springen. Hier ein Portal kann man. Ne, das wollen wir nicht machen. Herstellungsgröße, aber dringend von Lithium aus Vesania oder Novus. Okay. Edle Wolfram zu Wolframit zu Wolfram. Okay. Weiß nicht, ob wir das hier finden. Drucke kleine Shuttle, bewaffne dich. Ah, da ist der Trecker. Den tun wir uns erstmal hochmachen. Und. Ah, da gibt es einen Trecker, also den Anhänger umsonst. Das hatte Mordrak mir auch geschrieben. Gut. Was haben wir noch? Bohrmodus muss ich am Dingens noch machen. Also den, das wäre definitiv noch eine leichte Aufgabe wahrscheinlich. Ich glaube, der Rest ist dann erstmal schwieriger. Oder machen wir anderweitig. Gut, dann hier weg. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wo kriegen wir den Drucker, den Trecker gemacht, ne? Ich glaube, wir müssten nur einmal vielleicht doch dann noch in die Forschung reingucken, ne? War das hier ja? Verfügbare Verbindung. Da gehen wir erstmal nach oben. Tragbarer Sauerstoff mal fehlt uns auch noch. Kleine Batterie. Bohreranpassungen, die fehlen uns alle noch, oder was? Wolframit brauchen wir dafür. Dynamit hatten wir schon drüber gesprochen, ne? Der Geländeanalyzer, der war hier noch so ein ganz großes Ding, was wir schon unbedingt haben wollten noch, ne? Ach ja, und hier oben gab es ja auch noch Knöpfe, ne? Okay. Und da kommt Auto-Extraktor, Extraktor, großer Schredder. Ach Gott, Herr Jemine. Ist die Frage, wo der Trecker bei ist, ne? Großer Sensorring. Die Plattform in verschiedenen Größen. Großer Rover, Landeplattform, kleiner Shuttle, mittlerer Shuttle, großer Shuttle. Okay, dann sind wir hier bei Fahrzeugen wahrscheinlich richtig. Buggy, großer Roversitz, mittelgroßer Rover, V-Toll, Kran, großes Nebelhorn. Okay. Wo sind denn die Fahrzeuge jetzt? Hier Roversitz, Traktor, da ist er. Aluminium brauchen wir da zweimal. Arbeitsfahrzeug mit Sitz- und wiederaufladbaren Batterien. Kann begrenzte Anzahl von Anhängern ziehen. Geringe Stromaufnahme, wenn aktiv. Und wir brauchen da eine Forschung. Wir haben gerade 0, glaube ich. Ne, 4500, oder? Haben wir das jetzt verfügbar? Ja. Wo drucke ich den? Das ist noch die Frage dann, ne?
Wahrscheinlich hier beim großen Drucker, ne? Wo ist denn der jetzt gerade? Der da hinten ist es, oder? Unterkunft? Nö, den kann man da nicht drucken, dann ist es noch nicht da. Hätte ich jetzt mit gerechnet, dass der Trecker da gemacht werden muss? Was war das hier? Mittelgroßer Drucker, dann ist es wahrscheinlich da, oder? Großer Drucker, Schmelzofen, Forschungskammer. Nee. Nee, der Trecker wird da nicht gemacht. Jetzt auch nicht beim Kleinen hier, ey. Doch, tatsächlich, da ist er. Dafür brauchen wir zweimal Aluminium. Ist die Frage, was wir hier schon haben, irgendwo, ne? Kupfer haben wir da. Lehm haben wir da. Ich glaube, Aluminium ist gerade aus, ne? Archilit ist Kupfergrundstoff. Wo ist denn der Brenner hier? Ja. Dann tun wir das Kupfer mal dahin. Ja. Aber Aluminium hatten wir doch schon. Da vorne ist, glaube ich, nur Glas dran. Da kann das sein. Nee, auf der Rückseite ist auch was anderes. Aluminium. Gut. Dann gucken wir zu, dass wir den Trecker kriegen. Wo habe ich den angeschoben? Hier. Und der druckt nach da. Okay, dann ist das so. Und mach mal. Okay, Trecker ist im Auftrag. Das haben wir dann schon geschafft. Was war noch? Ach, er, war der Kompass. Das hat der Mordok auch geschrieben. Da ist der Kompass. Dann sehe ich so, was ich hier für Ziele gesetzt habe. Und der Trecker war ziemlich schnell für dich, wa? Ne, das war falsch. Okay, er muss ich wieder drücken, damit er verschwindet. Und der Trecker liegt jetzt hier. Und. Ja, das war nicht das, was ich wollte. Den Trecker wollte ich hier hinbauen. Halten zum Auspacken was, ne? Da ist der kleine Trecker. So, jetzt müssen wir nur mal gucken. Unsere Aufgabe ist ja jetzt hier erfüllt. Schauen wir da gerade mal rein. Bewegen und schleppen können wir abholen, ne? Dann kriegen wir den Anhänger, oder? Gegenstand Erdzentrifuge einmal und schematisch Erdzentrifuge, okay. Schalte den damit frei. Okay. Das ist der Anhänger. Den werden wir jetzt mal da hinten hinbauen. Ja, super. Und einmal bitte bauen. Da haben wir den Hänger. Ja, der Trecker steht falsch rum, ne? Okay. Ja, ich gehe ja schon an der Seite. So, einmal F. Und dann tut sie hier nichts, weil kein Strom da ist. Okay, da muss irgendwas wie ein Generator dran, ne? Aber der Mordrak sprach davon, dass ich wahrscheinlich Arbeitsphase mit Sitz wieder aufladbare Batterie kann begrenzte Anzahl von Anhängern ziehen. Geringe Stromaufnahme aktiv. Okay, hier vorne kann man was dran machen wahrscheinlich, ne? Okay.
Das heißt, wir besorgen uns gerade den Generator. Den haben wir doch letztes Mal hier hingestellt, oder? Kommt er jetzt da an den Trecker? Und den schalten wir einmal ein und dann lädt er auf, oder? Ah, da an der Seite ist die Dingens zu sehen, die Aufladeaktion. Gut. Auf der Plattform kann man so ein kleines Gerüst aufbauen, hatte Mordrak geschrieben. Klar, es ist noch ein kleiner Generator, den brauchen wir gerade nicht. War hier. Ah, Hänger, brauchen wir was? Aluminium und Gemisch, okay. Müsste man dann drüber nachdenken. Mittelgroße Plattform A. Brauchen wir einmal Harz. Macht da auch schon gleich. Haben wir da irgendwo gehabt. Ich hoffe, die können wir da jetzt drauf bauen und ich habe das richtig gemacht. Da ist er. Einmal auspacken, bitte. Nee, die war es wohl nicht. Ach, Plattform. Ich habe ja auch ein Lager haben wollen und nicht eine Plattform. Naja, das war jetzt nicht so die tolle Idee. Wo ist der Drucker? Da. Und die mittelgroße Plattform, war die überhaupt hier? Das Lager, mittelgroßes Lager, 2 Harz. Okay, das haben wir verbaselt. Haben wir Harz irgendwo mit? Eins sehe ich schon. So, jetzt nicht, das war das Einzige wahrscheinlich, ne? Da haben wir schon ganz viel Glas. Was liegt hier auf der Erde noch? Ah, noch mehr Erde, okay. Gut. Gemisch und Aluminium war für einen weiteren Anhänger. Hier war noch Aluminium, ne? Ja. Und Gemisch war da. Und auf geht's zum Drucker. Ne, ich muss beim Drucker erst auswählen, was da dran soll. So, macht das schon, hat er sich gleich genommen. Super. So, der ist jetzt fertig. Einmal aufbauen. Und dann. Geht er da nicht dran? Ne? Kabelstecker, ja. Okay, vielleicht ist er zu weit weg oder sowas. Also die Plattform, die kann ich glaube anpacken und wegschieben. Ne? Genau, leg die mal gerade dahin. Aber den hier kann ich jetzt nicht bewegen, ne? Betreten. Weggedriftet. Kann ich da jetzt so anhängen, dass es vielleicht geht? Wahrscheinlich zu weit weg, oder?
Zur Verwendung mit Korrekturen und Rohbahn können. Ach, Rohbahn geht auch. Das, nee, das ist ja ein Buggy, das ist ja kein Rohbahn. Okay. Gestaltet sich gerade schwierig. So, jetzt müsste ich aber nah genug dran sein, dass ich ihn vielleicht anhängen kann, wenn man ihn anhängen kann. Das ist die Frage. Aber angeblich sollte das ja gehen, hat mir gesagt, oder? Ja, tut's auch. Wenn man nah genug dran ist. Okay, dann betreten wir den. Und sitzen schon mal hier irgendwo vor. Plattform. Kommt jetzt mal da oben hin wieder. Kann jetzt weiterfahren, ich denke schon, ne, oder? Ja. So, jetzt gehen wir Klamotten holen, oder? Oh. Okay, Schleuderkurs und der zieht mich wahrscheinlich jetzt fürchterlich nach unten. Okay, da müssen wir noch ein bisschen fahren lernen. Aber der Trecker ist schon schwerer zu fahren. Ich glaube, wir müssen tatsächlich da unsere Bahn ausbauen, ne? Oh, an der Stelle, ne? Bist du fürchterlich schlecht unterwegs. Mit stehen bleiben. Oh! Das war gar nicht gut. Fallschaden. Mann. Ah, ich habe noch die anderen Klamotten alle, sehe ich gerade im Dingens, ne? Im Rucksack. Den muss ich auch noch loswerden. Ich habe mir hier noch so Solarsegel, ne? Kann man das damit laden? Tut sich nichts. Ist auch gerade keine Sonne da. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Sauerstofffilter. Noch einer. Okay. Einmal an. Vielleicht muss ich den anlassen beim Fahren. So, jetzt müssen wir nur überlegen. Ich glaube, ja, da hinten bei der gelben Markierung war Harz, meine ich. Aber hier ist auch Harz. Aussteigen und abbauen, ne? Okay, wir haben schon zu wenig, zu viel abgebaut. Wo muss ich hin? Da ist mein Fahrzeug. Okay, wir kriegen hier auch wieder erst Saft. Und dann packen wir das dahin, das dahin. Und nächstes Mal müssen wir unsere Klamotten woanders lassen, weil das war jetzt nicht so geschickt, ne? Okay. Dann bauen wir hier gerade noch ein bisschen Harz ab. Haben auch noch sogar Lehm dabei, ey. So. Jetzt ist der Rucksack voll. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier fahren.
Da hinten ist unsere Brücke, da müssen wir hin. Dann hier lang. Und hier müssen wir denn in der nächsten Folge mal ein bisschen planieren, damit wir hier vernünftig lang fahren können, weil das sehe ich schon jetzt, dass das schwierig wird. Weiß nicht, vielleicht geht da auch noch ein Hänger mehr dran, da müssen wir noch Aluminium haben, das wir, glaube ich, nicht mehr hatten, ne, oder? Gut, okay, ausgestiegen und ich würde mal sagen, wir haben erstmal gesammelt. In der nächsten Runde machen wir dann weiter. Da würde ich sagen, schauen wir zu, dass wir das dann alles verarbeiten. Und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank erstmal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit ihr das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf euren Kanal teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.